Das Universum, eine Welt scheinbar ohne Grenzen. Wenn man von der Erde starten und immer geradeaus fliegen würde, käme man irgendwann an die Grenze des Universums. Aber was ist hinter dieser Grenze, falls es eine solche gibt? Stellt man sich einen Blumengarten vor, so hatte dieser auch eine Grenze. Es ist die Grenze dieser Vorstellung. Über die Grenzen dieser Vorstellung hinaus gibt es nichts, weil man sich ja nur diesen einen Blumengarten vorstellt. Dieser Blumengarten wurde geistig hingesetzt bzw. erschaffen. Darüber hinaus wurde nichts erschaffen. Ist dieses Universum so ähnlich aufgebaut wie eine Vorstellung? Ist dieses Universum geistiger Natur? Materialisten sind der Ansicht, dass nur Materie existiert. Alles sei nur aus Materie entstanden, inklusive Gefühlen wie Liebe und Hass, komplexe Organismen, Sinn für Ästhetik, Intelligenz, Bewusstsein etc. Chemikalien sollen eigenhändig Naturgesetze aufgestellt haben, bei denen alles festgelegt wurde, wie zum Beispiel das Ausmaß an Gravitation, die Geschwindigkeit von Licht, die gleichmäßige Verteilung von männlich und weiblich über den ganzen Planeten hinweg etc. Und das alles soll angeblich mit einem großen Knall aus dem Nichts heraus angefangen haben, dem Big Bang. Wenn man sich diese Theorie aber nüchtern und rein wissenschaftlich anschaut, stellt man schnell fest, dass dies nicht nur mathematisch unwahrscheinlich ist, sondern auch ziemlich naiv. Vertreter der alten Physik kämpften bis heute dafür, diesen naiven Materialismus zu erhalten. Sie machen sich bis heute lustig über alles, was nicht ihrer materiellen Sichtweise entspricht. Wichtige Vertreter der neuen Physik hingegen, der Quantenphysik, sind zu einem anderen Schluss gekommen, nämlich dass es nicht nur etwas Geistiges gibt, sondern dass das Geistige Materie verursacht. Zu den Gründervätern der Quantenphysik, eine der Hauptsäulen der modernen Physik, gehören Max Planck, Werner Heisenberg, Max Born, Pascal Jordan, Niels Bohr und Erwin Schrödinger. Bei der Untersuchung von Quanten, im Prinzip unteilbare Grundbausteine der Welt, sind diese Wissenschaftler auf verblüffende Eigenschaften gestoßen. Letztendlich konnten sie diese Phänomene mit der klassischen Physik nicht mehr erklären. Experimente und Erkenntnisse legten den Forschern nahe, dass Materie, unsere Wirklichkeit, das Universum, von etwas Geistigen bzw. von uns selbst verursacht wird. Hierzu sollen folgende Zitate als Beleg dienen. Werner Heisenberg, Nobelpreisträger und Begründer der Quantentheorie. Das Elementarteilchen ist nicht selbst etwas Faktisches, in dem Sinn der klassischen Physik, sondern es ist eine Möglichkeit. Von Elektronenbahnen, wie die Physiker zu dieser Zeit noch annehmen, kann man gar nicht sprechen. Die Bahn entsteht erst dadurch, dass wir sie beobachten. Max Born, Nobelpreisträger und Koryphäe der Quantenphysik. Es gibt metaphysische Probleme, denen man sich nicht so einfach entledigen kann, indem man sie als bedeutungslos erklärt. Niels Bohr, Nobelpreisträger und Entwickler des Atommodells. Realität wird durch Beobachtung geschaffen. Erwin Schrödinger, Nobelpreisträger und Mitbegründer der Quantenphysik. Der Geist baut die reale Außenwelt der Naturphilosophie wie auch die des Alltags ausschließlich aus seinem eigenen, das heißt aus geistigem Stoff, auf. Pascal Jordan, Mitbegründer der Quantenmechanik und geistiger Vater der Quantenfeldtheorie. In der Quantenphysik dagegen bedeutet jede Beobachtung einen Eingriff in das Beobachtete. Eine Zustandsveränderung am Beobachteten ist aufgrund der quantenphysikalischen Naturgesetze mit dem Beobachtungsprozess zwangsläufig verknüpft. Also nicht ein sowieso unabhängig von diesem Experiment vorhandener Tatbestand wird wahrgenommen, sondern wir selbst rufen die Tatbestände hervor oder nötigen sie in bestimmter Richtung zu einer Klärung, die dann zur Wahrnehmung gelangen. Beobachtungen stören nicht nur, was zu messen ist, sondern erschaffen es. Max Planck, Nobelpreisträger und Begründer der Quantenphysik. Materie bestünde ohne den Geist überhaupt nicht, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre. Damit kommt der Physiker, der sich mit der Materie zu befassen hat, vom Reiche des Stoffes in das Reich des Geistes.
Und damit ist unsere Aufgabe zu Ende und wir müssen unser Forschen weitergeben in die Hände der Philosophie. Eugene Wigner, Nobelpreisträger und bedeutsamer Atomphysiker. Als der Bereich der theoretischen Physik erweitert wurde, um die mikroskopischen Phänomene durch die Schaffung der Quantenphysik einzuschließen, kam das Konzept des Bewusstseins in den Vordergrund. Es war nicht möglich, die Gesetze der Quantenmechanik in einer vollständig folgenrichtigen Weise zu formulieren, ohne die Bezugnahme zu einem Bewusstsein. Zum Schluss die Worte des Quantenphysikers Professor Hans-Peter Dürr. Der Professor war Schüler und langjähriger Forschungspartner Heisenbergs. Als dessen Nachfolger übernahm er das Max-Planck-Institut für Physik und leitete es viele Jahre. Er erhielt den alternativen Nobelpreis, das Große Bundesverdienstkreuz und diverse andere Auszeichnungen. Hier seine Worte aus aufgezeichneten Vorträgen und Interviews beim Bayerischen Rundfunk, Hessischen Rundfunk etc. Wir müssen die Wirklichkeit anders sehen, nicht mehr materiell. Leben ist viel fundamentaler als Materie. Die moderne Physik sagt, dass die Grundlage der Physik nicht die Materie ist. Die treibende Kraft ist immer das Geistige. Wir sind nicht gebunden, Materie einfach nur zu verschieben. Das Kreative, die kreative Wirklichkeit ist etwas, was sich dauernd bewegt, sich dauernd entwickelt, eigentlich etwas, das lebendig ist. Wir sind alle schöpferisch. Es gibt gar nichts Unschöpferisches. Wir sind alle schöpferisch, also können wir die Welt auch gestalten. Man kann nicht aus dem Unlebendigen das Lebendige bekommen. Die Religion und die Wissenschaft sind nicht verschieden, aber mit der alten Wissenschaft geht es nicht. Materie und Energie treten erst sekundär in Erscheinung. Die Gefühle lassen wir chemisch und physikalisch erklärt, dass irgendetwas in uns an Strömen da ist und so fort und chemische Verbindungen. Aber genau das ist falsch. Wir können fühlen über unsere körperliche Beschränktheit hinaus. Was wir eigentlich sind, ist Geist. Wenn man diese neue Weltsicht wirklich ernst nimmt, dann entdeckt man, dass wir eigentlich zu den Geisteswissenschaften, aber auch zu den Religionen auf einmal Brücken schlagen können, dass es nicht etwas ganz Andersartiges ist, sondern irgendwie miteinander zusammenhängt. Wir sind ja in einem Zustand, wo wir den Menschen abgewöhnen, dass er eine spirituelle Verbindung hat. Man sagt, ach, diese Spinnerei mit diesen Religionen. In der Realität kommt diese spirituelle Verbindung nicht vor. Und jetzt stellen wir fest, das ist überhaupt das Wesentliche. Schlussbemerkung. Schon lange haben Menschen gespürt, dass es neben der materiellen Welt eine geistige Welt gibt. Diese hier erwähnten hochdekorierten Physiker und teilweise Begründer der modernen Physik sind noch einen Schritt weiter gegangen. Sie wiesen uns darauf hin, dass die materielle Welt, wie zum Beispiel Gebäude, Körper, Gehirn, Straßen, Planeten etc., Produkte geistiger Natur sind und nicht etwa umgekehrt, wie es uns Materialisten und Verfechter der alten Physik weismachen wollen. Es wird Zeit, dass wir aufwachen und unsere wahre Existenz erkennen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Besuchen Sie auch wie24.com.